So Leute, da sind wir auch schon wieder mit unserem Let's Play Advance Wars und wir sind kurz vorm Kampf gegen Kanbei und immer noch an meiner Seite ist der Vajra. Also was man so als Seite bezeichnet, ne? Ja, etwas. Ich stehe hinter dir, ganz weit hinter dir. Genau. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt lege ich los. Ja, Envy legt los. Kanbeis Aufmarsch. Gegen die KKS. Genau. Oh nein, ich wollte mich an der Yellow Comet vorbeimogeln, aber Kanbeis königliche Streitkräfte haben uns noch vor der Grenze entdeckt. Nein, okay. Wir skippen das mal gerade ein bisschen. Also Kanbei haben wir hier. Kanbeis Truppen sind alle ein bisschen stärker, dafür ein bisschen teurer. Das sind die schönen goldenen Truppen. Was uns hier jetzt gerade irgendwie so ein bisschen egal ist, weil die sind gelb, Yellow Comet, ne? Aber egal. Hier ist uns das egal, ob die teurer sind oder nicht, weil er braucht keine neuen Nachbarn. Hier sind sie einfach nur gefährlich. Wie gefährlich, das werden wir gleich sehen. Tatsache hätte uns das jetzt sogar mit Max recht gut gelingen können hier. Da du ja keine großen Fernkampfeinheiten hast und... Nein, außer zwei Raketenwerfer, ne? Ja, aber du hast viele Panzer. Zwei. Also es ist schon in Ordnung mit Andy, aber seine Raketenwerfer wären halt jetzt dementsprechend tot gewesen, aber... Wie war das mit Andy? Andys Kettenfahrzeuge sind schneller, ne? Nee, Andy ist einfach nur ein Allrounder. Also, heißt ausgeglichen, keine Schwächen, keine Stärken. 0815 Typ, ja, schon klar. Genau. Deswegen hat man den noch von Anfang an. Ist halt so absoluter Durchschnitt. Ich glaube, das war ein Fall, dass die Raketenwerfer da stehen und bist voll reingerannt. Natürlich bin ich da voll reingerannt. Andererseits hätten die Raketenwerfer schießen können, weißt du? Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Auf die hätten sie schon schießen können. Die haben bestimmt die Hochhäuser verbombt. So, da hinten können sie nicht hin. Okay, und da hinten kann er auch nicht hin. Doch, der kann da hin. Also, ich muss sowieso. Achso, so weit komme ich eh nicht mit dem. Haha, witzig. Ich finde super, dass du so viele Infanterietrupps hast. Obwohl du gar nicht, gar keine Gebäude eigentlich brauchst. Gebäude haben ist immer gut, um seine Einheiten zu heilen. Ja. Lektion. Lesson 1, es gibt keine Mehrzahl. 2 Bratwurst, bitte. Besetze die Brücken und so mit dem großen Panzer. Du kannst sie nicht heilen auf den Brücken. Warum kann der TTP eigentlich keine Truppen heilen? Weil er dann ziemlich über wäre und ein Medi-Fahrzeug wäre und kein TTP. Bam, 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 bam. Aber es sollte sowas wie ein Apothekarius geben, das ist richtig. Bam, guck dir das mal an, was die an Damage machen. Und leider stehen sie natürlich jetzt auch in der Deckung drin. Das hättest du vorher sehen können. Und das ist das Übel. Ach, das finde ich sogar ganz gut. Weil, du kannst das Gebäude nicht mehr einnehmen. Ja, hast du nicht gerade selber gesagt? Eigentlich bräuchte ich das Gebäude ja nicht, ne? Was hast du dazu gesagt? Fick dich? Nee, sowas sagt man nicht. Nein, also. Mensch. Also bitte. Möchtest du das? Wir müssen die Aufnahme gleich nochmal machen. zum 15. Mal. Das ist super. 15? War es nicht schon das 20. Mal? Ich weiß nicht, ich habe nach dem 10. Mal aufgehört mitzuzählen. Sehr schön. So was verplemper ich meine Zeit hier. Ja. Irgendwie ja, so. Da brauchst du nichts sagen. Nö, ich sag da auch gar nichts dazu. Was soll man da noch groß dazu sagen? Bei dir ist ja eh alles umsonst. Deine unglaublich schlagkräftigen Raketenwerfer. Ach nee, du spielst ja nicht Max. Ich wollte gerade sagen, also die sind schon in Ordnung. Wenn du einen Jagdpanzer wärst, hättest du schon Angst vor meinen Raketenwerfern. Nein, da ich weit genug weg bin. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wenn du ein Jagdpanzer wärst. Dann wäre die Kommentarqualität von mir noch schlechter. Ach, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wieso hast du den nochmal nicht in die aufs Gebäude gestellt? Auf das da? Mhm. Weiß ich nicht, was soll er denn da? Guck mal, da hat er 2 Deckung in dem Gebäude. Nee, 3 Deckung. Ah, okay. Nein, ich habe das gerade verwechselt. Warum ich ihn da hingestellt habe? Einfach, weil ich es kann. Und vielleicht, weil du deine Raketen einfach schützen wolltest. Das auch noch. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Das sollte keiner wissen. Verdammt, jetzt habe ich keinen bei unserer deine Taktik verraten. Unsere deine Taktik verraten. Ja, ich habe ja nichts zu sagen an der Taktik hier. Ich wollte gerade sagen, naja, nicht nur an der Taktik nicht, ne?
Wir müssen den mal da hochstellen. Du solltest irgendwie versuchen, deine Kampfpanzer aufzuhalten. Dem ist, das ist gar nicht mal so falsch, allerdings sind mir auch hier seine Jagdpanzer ziemlich richtig, aber gefährlich. Der Kampfpanzer haut extra nochmal rein. Und ich würde nicht im 1:1 gegen deinen Kampfpanzer setzen. Das ist richtig. Du machst es nur. Anders geht's aber auch nicht. Und das Schöne, was ich jetzt mache, ist, mancher mag jetzt denken, das ist Schwachsinn, aber das ist es nicht. Weil? Okay, das war allerdings Schwachsinn hier. aber das müsste man natürlich vorher sehen. Hättest du das Tuning nicht vorher machen sollen, bevor du? Ja, da war es noch nicht voll geladen. Da war er schon voll, da war er noch voll geladen. Ne, der hier war aber noch voll, das heißt, es hätte ihm nichts gebracht. Den kleinen Angriffsboost brauchte ich dann doch nicht. Das ist natürlich etwas schwierig jetzt, weil Moralmobil macht seine Truppen jetzt schon noch ein Stückchen stärker. Wie ihr gleich sehen werdet, leider. Tja, von dem Kampfpanzer kann sich glaube ich verabschieden. Aber immerhin hätte ich noch weniger, der hätte mich jetzt weggeputzt, wenn ich nicht schon. Und so könnte ich das noch überleben, trotz seines. Ich finde das immer super beim Transportpanzer, sieht das immer aus, als ob die gleich eingebaut werden, deine Soldaten. Mhm. Die sind ein Guss. Warum kommt denn der da ran? Ich weiß es nicht. Vielleicht durch Moral mobil seine Reichweite erhöht worden? Nee, die sind bloß stärker. Ach ja, die sind bloß stärker. Nochmal stärker, möchte ich dazu sagen. Du hättest es so ins Hochhaus stellen sollen. Ja, Hochhaus. Haus hoch. In die Stadt. Was wir haben immer. Hochhaus verloren. Für mich sind drei Häuser keine Stadt. Für mich ist ein sechsstöckiges Haus auch kein Hochhaus. Also, ne? Hat es nur sechs Stöcke? Ich glaube sogar nur fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sagen wir 5. Es sind drei Stöcke, wenn du nach den Fensterreihen gehst. Der versucht dir gerade ganz schön in den Arsch, kann das sein? Nein, überhaupt nicht. Wieso hat er gerade eine Ration gekriegt? Also von dir. Genau. Ich wollte gerade sagen, bei ihm steht, er hat doch gar kein TTP. Bam. Der macht trotzdem etwas Schaden. Sag mal was. Bist du beschäftigt nebenbei oder was? Was? Nein, ich bin nicht beschäftigt. Ich richte meine volle Kontrolle von meinem Vorhaben. Konzentration und trotzdem. Klar bist du beschäftigt, also solltest du jedenfalls beschäftigt sein. Ich richte meine volle Konzentration hier auf das Spiel. Ich wollte raten, nicht deine Panzer anzugreifen, solange seine Fähigkeit noch wirkt. Wow, wie unglaublich schlau du doch bist. Ich wusste nur nicht genau, wie ich dir sagen soll, ohne dich zu verletzen. Arschloch, greift nicht seine Panzer an? Ja, das habe ich überlegt, aber. Wo sind denn ihre Bazookas? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es wäre nicht wirklich nützlich, jetzt die Bazookas zu nehmen. Na, ich weiß nicht. Was eher mein Problem ist, ist 1, 2, 3, 4, wie weit kann der? 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, verdammt. Er kommt an den Raketen, warum muss ich das stehen lassen? Warum habe ich den? Du musst ja, ihn aber stehen lassen. Aber der kommt da auch ran. Ja, aber lieber einer als zwei. Ja, aber lieber der als der. Weil der kommt nicht ran. Oh, der kommt doch nicht ran. Ach so, na klar, weil der auch zwei zählt, der bald. Kommt da nicht ran. Sehr schön. Putz da ein bisschen was weg. Bleibt nicht viel anderes übrig. Ich meine natürlich. Die sind nur reingesteckt. Das sind Lupen. Ja. Aber beim TTP, Leute, müsst ihr mal nachher drauf achten. Ihr müsst gar nichts, wenn ihr das nicht wollt. Er nimmt die Gebäude ein. Ach. Das ist das Sinnvollste. Okay, die Leute sind befreit worden.
rausgeschnitten. Du grausamer Kerl, du betonierst deine... Betonieren? Ja. Wie viel Beton ist in so einem durchschnittlichen Truppentransportpanzer drin? 6 Tonnen mindestens. Beton. Du bist hier der grausame Mensch, ne? Wieso, weil ich TTPs mit Beton bestücken will? Weil du Leute in TTPs einbetonieren willst. Ach, aber eingießen ist besser. Das ist egal. Der Beton ist wenigstens nicht heiß. Das ist richtig. Sieht übrigens nicht so gut aus für dich. Ach was. Ich bin ganz der Meinung, dass du den Kampfpanzer verlierst. Warte mal, wie machen wir denn das jetzt am schlechtesten? Mit dem Kampfpanzer dann den Infanteristen da unten töten. Kannst du wenigstens noch eine Einheit mit totreißen. Ich glaube, dieses Level muss ich wirklich nochmal machen. Yay, noch eine Aufnahme mehr. Heute noch ist nicht aller Tage Abend. Mm. Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Oder sowas in der Art. Ich habe schon wieder keine Raketenwaffen. Keine Bazooka, meinst du? Naja, Raketenwerfer, Bazooka. Macht schon einen kleinen Unterschied, doch. Ja, etwa. Deine Fähigkeit ist nicht voll. Kannst du mit der Fähigkeit eigentlich heilen? Ja. Zwei Truppenpunkte. Oh. Du solltest deinen Infanterist mit Handgranaten und Telamin ausrüsten. Ich weiß nicht, ob er, wenn ich ihn nicht getriggert hätte, ob er dann so schnell rübergekommen wäre, aber ich glaube ja, Kanba ist da ziemlich aggressiv. Ja, er kann sich auch leisten, wie du siehst. Ja, leider. Vielleicht nimmst du das nächste Mal doch Max. Weil ich bezweifle, dass Tami hier viel hilft. Ja, allerdings, ich guck mal, ich habe 2 Mecha-Einheiten. Und? Und wenn mich nicht alles täuscht, sind Tamis normale Panzer normal effektiv. Das und? Heißt, theoretisch hätten wir Andys Fähigkeiten plus bessere Fußtruppen. Ja, nur dass du nicht heilen kannst, ne? Ja, und dass ich nächste Runde ziemlich am Arsch bin. Mhm. Das brauche ich nicht kommentieren. Du bist sowieso am Arsch. Ziemlich. Naja. Jo. Bam. Zumindest hast du noch eine Einheit für ihn mitgenommen. Ach, schade. Wenn ich da jetzt hinkäme, hätte ich ihn voll trollen können. Grüß euch mal aus dem Hochhaus. Täglich grüßt das Schnabeltier. Ich finde super, wie sie mitten auf der Kreuzung stehen. Du musst es mal bildlich vorstellen. Also hier sind dann 2 Ausschnitte. Die dir so ungefähr da, so gefühlte 20 Kilometer entfernt stehen und aufeinander schießen. Mhm. Ja, so ist es nun mal. Du darfst es ja auch nicht mit bei uns vergleichen. Da wohl. Scheiße, das ist ein Brettspiel hier. Davon mal abgesehen, ja. Ernsthaft? Ernsthaft? Du kreist mit dem 4er Jagdpanzer an, ist das dein Ernst? Also dafür gehört er ja schon eigentlich geprügelt. Yeah, Prügel. Und ich krieg sie nicht ab. Hätte ich jetzt noch einen Kampfpanzer, hätte ich keine Probleme. Immer schieß ihn ab. Die 2 regeneriert er eh, aber das ist egal. Immer drauf da. Du bist ein schlechter Kommandant. Was soll ich machen? Freiwillig aufgeben? Vor allem, hat er seinen Kampfmaster zurückgezogen? Ja, ein. Um ihn zu heilen. Das hättest du vielleicht auch eher machen sollen. Da wir sowieso gleich verloren haben, machen wir das eben noch schnell. Gleich nehmen wir deine Basis ein. Moment, hast du auch eine Basis? Ja, aber die ist da hinten. Die nimmt er noch nicht gleich ein. Stimmt, vorher. Das Problem ist nur,
Das Problem ist nur, dass er 3 wegschießt und ich immer noch, also ich brauche noch 7 Runden, bis ich tot bin, wenn er so weitermacht. Wenn er es weitermacht, braucht er nur seine Einheiten immer weiter hinterziehen und dann kann ich sie alle nach und nach noch abschießen. Ja, mal davon abgesehen, dass du immer schwächer wirst. Sorry Leute, aber einfach um so künstlich in die Länge zu ziehen. Vor allem verstärkt das nicht den Raketenwerfer? Hättest du die eher machen sollen vielleicht? Ich habe das erst nach dem Angriff des Raketenwerfers bekommen. Hättest du es vielleicht nutzen können, warten sollen. Mm. Ich meine Wayne. Ich meine, der ist jetzt sowieso down. Down? Ich habe noch 6 ja. Einheiten. Ja. Auf. 4. 6. Du kriegst die Panzer sowieso nicht down, solange sie neben dir stehen. Du kriegst mein Haus nicht, das sag ich dir. Bam. Kannst du noch so einen schönen Wanderrucksack mit dir rumschleppen. Wie vom letzten Schlussverkauf. Er hat einen 9er Kampfpanzer, ich glaube nicht, dass du den noch kriegst. Ach. Irgendwie, irgendwas sagt mir, dass deine Rakete... Weißt du, ich hab nichts im Nahkampf mehr. Er hat noch 2 Kampf- und 3 Jagdpanzer, wenn auch angeschlagen. Und du sagst, ich schaff das nicht mehr. Wie du darauf nur kommst. Du hast Jagd. Ja, ist. Willst du die Fernwaffen zerschlagen, musst du Verluste hinnehmen. Wow. Also, ich will ja nichts sagen, aber. Sie hat dir übrigens als Tipp gegeben, du sollst in den Bergen bleiben, ne? Was hast du gemacht? Du bist vorher auf die Ebene gefahren. Ja, das Problem ist allerdings, meinte sie, dass ich soll erst seine Fernwaffen zerschlagen. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil er nicht wirklich Fernwaffen hatte. Doch, die 2 Raketen, die du am Anfang zerlegt hast. Ach so. Ja, da muss ich Verluste in Kauf nehmen, hat er gesagt. Aber danach hätte ich wieder zurückziehen sollen. Yep. So, ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Das war ein schöner Part. Das war einer der schönsten Parts, die ich jemals in meinem Leben aufgenommen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Arrivederci.